The Manny erzählt inmitten der derzeit sehr hitzig geführten Debatten um den Klimawandel eine radikal neue Form der Gesellschaft und Verwandtschaft in den nächsten 400 Jahren, in der sich Menschen nicht nur anders sorgend um Menschen kümmern, sondern auch um alle Lebewesen. Wir versuchen auch einen Sprung auf den Mars zu machen. Bogdanov hat in seinem Science-Fiction-Roman Der rote Stern eine ganz andere Form der Gesellschaft gezeigt als Haraway. Er kümmert sich nicht so sehr um Identitäten und Beziehungsweisen und auch Verwandlungen, sondern was bei ihm im Zentrum steht, ist die Ökonomie. Und da geht es ihm hauptsächlich um die Abschaffung der Klassen, also die Abschaffung der Besitzverhältnisse und die Abschaffung der Lohnarbeit und eine Art von ganz freiwilliger Bereitschaft für das Gemeinwesen zu arbeiten. In The Many gibt es besonders eine Verwandtschaft zu einem Monarch, Falter, also einem Schmetterling. Diese Spezies lebt zwischen Kanada und Mexiko, also einem der umstrittensten und umkämpftesten Korridore derzeit. Und Haraway öffnet diesen Korridor, um hier eine neue Form von Gesellschaft zu zeigen. Ihre Verwandtschaftsmodelle zu Schmetterlingen oder auch Falken sind sehr scharf entlang der Hard Facts. Sie erzählt Science Fiction und Science Facts. Das heißt, sie macht sich wirklich Gedanken, wie könnten dem Menschen ein Tentakelbart oder Fühler wachsen. Okay, das haben wir noch nicht gebaut. Genau, jetzt gehen wir nach vorne. Okay, gut, vielen Dank.